Und dann immer die Polizei rufe, wenn jemand Pakete abgibt. Ja, nie einen Tag, ja, so ein bisschen halt. Bist du durch? Hä, was ist denn los? Warum seid ihr denn so? Hä, wenn ich mich irgendwo verstecke? Wieso soll denn mein Schaf wegen sowas sterben? Bleib doch mal locker. Das da gerade waren auch irgendwelche Leleks. Was denn für Sterben? Da. So, dann hätten wir einmal den Bubble Tea. Vielen Dank. Und ich würde Ihnen sonst noch einen Oolong-Tee geben. Das ist ein milder Schwarztee. Einfach mal zum Probieren. Geht Oh, aufs Haus. den würde ich auch nehmen. Ja, vielen Dank. Wie viel macht das Gerne. dann in Summe? Ja, $20. Ja, eine Sekunde. So. So, das stimmt so. Vielen Dank. Oh, arigato. Ich danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Ah, den wünsche ich auch. Tschüss. Matane. Matane. Wir fahren Genau. da jetzt auch gleich mal hin. Hi, Generell alles mal gut. gucken. Konnichiwa. Aber dann hast du da. Konnichiwa. Wenn Sie Machst du schönen irgendwo Tee haben hin, wollen, dann gehen Sie bitte Jonathan? da rein. Konnichiwa. Ich muss nirgendwo Es. rein, Yuki. Hm? Oder hin. Ich chill hier nur. Ich Nee. wollte mal deine Umgebung kennenlernen. Hi. Du hast da echt coole Kollegen da drin. Danke schön. Ich habe Oolong-Tee bekommen und einen Bubble-Tee in Kirsch. Das ist schön, das freut mich. Barbecue Lass ist dir lecker. schmecken. Das ist Ja. super. Hey, Oh, das schmeckt wirklich gut. Oh. warte, hier wurde jetzt deine schwarze Katze wieder. Sehr schön. Hast du denn die Schuhe ausgezogen? Das ist ein Tatami, jetzt zieh mal die Schuhe Sumimasen, aus. Sumimasen, Hi. Dejugedayo. Aha. Aber Okay, du sonst schämst dich. alles sonst gut? Ja, alles sonst gut. Okay. Aber ja, ich habe deswegen so lange gebraucht. Ich habe hier gerade so viel Kundschaft gehabt, Ey, weil ich das ist gerade mal kein alleine war. Problem. Kein Problem, Jetzt natürlich. weißt du es. Freue mich, dass du hier in so einem Laden tätig bist. Hi. Ich spüre richtig, wie schön das hier ist. Ich würde auch gerne mal nach Tokio. Ich glaube, das ist viel besser als in Los Santos. Ja, auf jeden Fall chaotischer von der Masse an Menschen, kann ich dir sagen. Aber auch ruhiger, lustigerweise. Hier ist viel, viel mehr Waffengewalt. Also viel mehr. Ja. Irgendwann gehe ich mal dahin. Und dann laufe ich nackt über die Shibuya-Kreuzung. Ja, warum nicht? Du wirst nur dafür ziemlich Ärger kriegen. Das musst du halt damit leben, ne? Nur wenn man mich kriegt. Natürlich. Wolltest du nicht eigentlich noch irgendwo hin, oder hat sich das jetzt erledigt? Nun, da ich weiß, dass mein Vorhaben gerade, sagen wir mal, Sie erledigt hat? nicht so funktionieren würde, wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich gerade nichts zu tun, außer irgendwo Reality-TV zu konsumieren. Okay. Das könnte ich ja theoretisch auch hier machen, oder? Ja, theoretisch. Ich meine, du siehst ja, hier ist gemütlich, hier ist Platz. Du kannst ja dein Handy nutzen, wenn du willst. Ja, stimmt. Wir wollen auch bald einen Karaoke-Abend machen. Wow, hier in der Bar, also in dem Entweder Teehaus. hier, entweder machen wir das direkt hier. Das muss ich dann gucken, wie ich das mit Daniels Tee geregelt kriege. Oder wir nehmen dafür einen extra Raum. Ich habe schon eine Idee, wo. Wo wir es dann auch alles schön passend einrichten werden. Nächsten Monat dann. Darf ich vielleicht dabei sein? Ja, klar, deswegen erzähle ich dir das doch. Hey, cool. Ja, dann kann man ja mal gucken, wie man das macht. Das hört sich nach einer super Idee an. Hi. Du hast echt schöne Füße, Yogi. Warum guckst du meine Füße Ich an? weiß nicht, die sind mir so gerade in. Keine Ahnung. Aha. Ich habe die halt noch nie gesehen. Ich guck mal da mein Reality-TV-Scheiß. Bis dann. Ja, Tschüss. ja. Okay. Viel Erfolg. Es geht los, Ladies and Gentlemen. Es ist soweit.
Wo kann man sich die Folge besser gönnen als in einem japanischen Teehaus? Das frage ich euch gerade. Oh, ich Idiot, ich wollte den Scrollbalken benutzen, aber das habe ich mit dem anderen PC gemacht. Egal. Okay, so. Teil 1 ist das. Auf Klo? Ach, ne, genau hier. Let's go! So! Do what you want! That's all I need. Do what you want! Wow. Heute ist hier wieder Tag der großen Entscheidung. Wie sieht's mit der Nervosität aus bei dir heute, Holly? Oh, ich bin heute wirklich sehr aufgeregt. Wird das eine spontane Geschichte oder... Ich würde sagen, was für eine hübsche Frau wäre es nicht, Holly? Sagst du, du hast dir vorher schon Gedanken gemacht und könntest quasi jetzt deine Entscheidung eigentlich schon fällen? Also ich habe mir natürlich vorher schon Gedanken gemacht. Allerdings ist bei dem einen oder anderen Kandidaten vielleicht noch so ein kleines Wackelgefühl. Das heißt aber, du freust dich auf den Abend und die Jungs alle wieder zu treffen. Oh ja, natürlich. Ich freue mich voll auf die. Irgendein Tipp für die Entscheidungsrunde heute Abend? Dass sie halt sich sehr hässlich gemacht hat. Ich bin raus. Ich nicht gut. Sie hat sich hässlich gemacht durch ihren Charakter. Deswegen kann sie auch das schönste rote Kleid ever tragen. Das ist egal. Ich kann einen Tipps geben. Zumindest in solchen Tipps. Ja, das musst du halt auch ja von Herzen entscheiden. Ne? Da kann man sich halt jetzt überhaupt nicht einmischen. Aber hast du einen Favorit? Ja, nein. Also es sind schon so... ein, zwei, drei Jungs, die ich vielleicht doch ganz gut finde, ja. Oh, da kommen sie alle. Ja, schöner guten Tag, Holly, Isha. Moin. Hallo. Hallo, Jungs. Oh, du siehst Bezauberung aus, Isha. Dankeschön, ihr seht auch wirklich alles sehr gut aus. Hey, Isha, ich hatte leider kein Kleid mehr, deswegen, ich bin heute in Sport. Du hast dir auf jeden Fall den guten Anzug, den Jogginganzug rausgesucht, der mit Streifen, ne? Ja, normal, ich schau. Ah, die das, ich schau, diese Dings aus Rumänien. Was? Ja, diese mit viel D, ich schau. Ist original. Seid ihr schon nervös wegen der Entscheidung heute Abend? Zittert schon ein bisschen, ja. Geht eigentlich. Am ersten Mal war es schlimmer gewesen. Also bis... Die beiden kommen nicht weiter. Nur damit man schon mal... Die haben wirklich zu zittern. Die kommen nämlich hier nicht weiter an diesem Abend. Bist du dir sehr sicher, Toni? Nee, aber ich bin tief entspannt. Egal wie es kommt, ist egal. Ich freue mich schon. Und bist du denn nervös? Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin schon ein bisschen nervös, ja. Ist ja auch eine schwere Entscheidung, glaube ich, ne? Bei dem einen oder anderen ist das schon ziemlich klar. Hm. Aufgrund der Dates, aber es gibt... Wie? Warum Spoiler? Ihr wisst doch, wie es läuft, Leute. Ja, okay, sorry, dass ich euch das gesagt habe, obwohl wir bei der Produktion dabei waren. Sorry, Leute. Sorry. Natürlich auch Kandidaten. Da muss ich ein bisschen länger überlegen und ich kann natürlich auch nicht jeden mitnehmen. Deswegen fällt mir das umso schwerer bei denjenigen, die mir halt besonders gut gefallen. Hast du schon mal versucht, eine Katze in eine Badewanne zu stecken? Nee, aber in Dings, meines Aussehens, wo ich Kind war, in den Backofen rein und ich wollte mir was warm machen, Mann. Fuck, hab's nicht gemerkt. Naja, ich hab Backofen offen gelassen und wollte mir dann was warm machen und hab dann gebacken und dann hab ich ja später gemerkt, ja, shit, Mann. Hat mir echt leid getan, ein bisschen. Übel. Mit Haaren dran, oder? Hä? Ja, mit einer Knarre, oder? Hey, Bitch, hello. Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade aus Versehen an meinen Verteiler gekommen und habe meine Monitore ausgeschaltet. What the fuck? Wartet mal bitte. Ich bin bericht. Ja. Ich hoffe, dir ist bewusst, was du angestellt hast. Nee. Das wird sich gleich klären. Sorry, ey. What the fuck, dachte ich mir gerade. Alles gut aber. Perfekt. War das ein kleiner Schock. Okay, sorry, wissen nicht, was kommt. Ich war warm machen und hab dann gebacken und dann hab ich erst später gemerkt, ja, shit, Mann.
So. Hat mir echt leid getan, ein bisschen. Übel. Mit Haaren dran, hä? Ja, mit einer Knarre oder was? Alter, was? Ja, eine Knarre? Oh. Ja? Ich hoffe, dir ist bewusst, was du angestellt hast. Das wird sich gleich klären. Alter, das habe ich auch verpasst. Los. Bleib mal locker. Shit, Mann. Muss man nicht jetzt prüfen? Müssen die Behörden nicht prüfen, ob das jetzt eine richtige oder eine Fake-Waffe war? Ich meine, das ist trotzdem eine Straftat, die gerade im Fernsehen ausgestrahlt wird. Du hast wirklich viel Scheiße. Das gerade. Ey, bleib mal locker, wer bist du, ja? Keine falsche Bewegung, ja? Nee. Wohin? Junge, und die Zigarette, die glüht, die ist. Wenn er jetzt auf den Boden ascht, nimmt sie das als falsche Bewegung wahr und schießt ihm in den Kopf. Hier stehen bleiben. Ich hoffe, das gehört zu Teil von Sendung, ich schau. Hast du Angst? Ihr werdet doch keinen Mord auf Kamera aufnehmen! Ich schau. Was hab ich denn gemacht? Petrus, wie ist denn gerade dein Bauchgefühl? Das war davor schon schlimm. Jetzt ist noch schlimmer. Sicher. Ist das so? Ja. Überraschung. Alter, ich hätte eine geknallt. Ich lasse mich doch nicht von niemandem. Okay, ich habe mich von dir entführen lassen. Aber doch nicht an Show. Was ist das? Nee, würde ich nicht mit mir machen lassen. Du hast mir miese Schrecken. Ey, du bist verrückt. Ich dachte, das wird jetzt hier so Exekutionssendung, ich schau. Boah, ich wusste gar nicht. Angst gehabt? Ja. Ich wusste nicht mal, dass du so Gangster sein kannst, ich schau. Ja, wusstest du nicht. Ist ja auch schön, dass man das halt nicht weiß, aber trotzdem um eine Frau kämpft, deren Charakter gar nicht so gerade, ne? Zum Vorschein kommt. Das war Ja, kannst du mal sehen. Ich wollte dich, halt so ein bisschen in deinem Stil so an die Seite entführen, weißt du? Junge, Alter, welche Vorurteile hat sie ihm denn gegenüber? Nur weil er original mit den 4Ds trägt, heißt es noch lange nicht, dass sie jetzt glaubt, dass er halt der Gangster ist. Sorry. Oh mein Gott. Aber das hat sich nicht so angehört, als hättest du das zum ersten Mal gemacht, nicht, ja? Was? Ich war einfach nur eine gute Schauspielerin. Aber Wahnsinn. Aber die Waffe, die sah echt aus, ich schau. Das ist natürlich nur eine Wasserpistole. Yeah, genau. Also da würde ich sogar nochmal ein Expertenteam drüber schauen lassen, denn ich glaube, die war nicht so Wasserpistolen-like. Das bedeutet, ich glaube, dass da müssen irgendwelche Leute nochmal das Bildmaterial sichten, auch den Rohschnitt nochmal irgendwie an den Rohschnitt kommen und dann mal gucken, ob es wirklich nur eine Wasserpistole ist oder nicht, eventuell doch eine richtige. Natürlich. Aber auch dann, je nachdem, wie die Regeln aussehen, ist eine Straftat trotzdem nicht ausgeschlossen, ne? Okay. Hab ich nicht erkannt. Aber ich hab dich nicht umsonst mit ein Stück an die Seite genommen. Ja. Denn auch Fake-Waffen können, Ich weiß ja, dass du viel zu tun hast und viele Geschäfte und so weiter und deine Musik und so was. Deswegen konnte ich nicht abwarten und wollte jetzt schon mit dir reden. Ja. Komm auch gerne ein Stück dichter, du musst nicht so weit wegstehen von mir, oder hast du noch Angst? Nein, aber ich war, du hast mich aus den Fassungen rausgebracht, Isha. Ja, und was willst du mir sagen? Naja, zum einen wollte ich dir zeigen, dass ich eben auch anders kann und nicht nur eben die liebe und nette Holly bin. Und zum anderen wollte ich dir auch sagen, wie schön ich unser Date tatsächlich fand und dass, auch wenn wir ziemliche Probleme hatten mit der Box, die wir da lösen mussten, ich doch gemerkt habe, dass... Hallo? Hey, Laser, wie geht's dir? Mello hier vom Pub. Ey, du sag mal, wir müssen mal eben quatschen, ne? Was ist denn los? Erzähl ich dir dann. Ist das wichtig? Ja, ist ziemlich wichtig. Können wir das hier bequatschen? Wo ist hier? Am Telefon. Nee, machen wir nicht am Telefon. Ich hab, was hab ich denn gemacht? Jetzt beruhig dich doch mal für eine Minute, erzähl ich dir gleich.
Nee, aber das, ich will, dass du mir das am Telefon sagst, nicht, dass du mir eine Fresse haust, weil ich angeblich was getan hätte, was nicht stimmt. Ich bin noch nicht kein Blöder. Wenn ich in die Fresse hauen wollen würde, dann, du bist ziemlich blöd gerade, ja. Aber wenn ich in die Fresse hauen wollen würde, dann würde ich das anders machen. Dann treffen wir uns im Teehaus. In dem japanischen. Weißt du, wo das ist? Japanischen Teehaus. Ich kann dir das gerne erklären, wo das ist. Das ist bei den Kanälen. Okay, also... Oben da, wo dieser Klamottenladen auch ist, oder? Kann das sein? Weißt du, wo der Waffenladen ist? In der, im westlichen, also neben den Kanälen, ja. So. Und da ist ja auch ein Laden, nicht wahr? Ja. Okay, von dem Waffenladen aus gesehen, wenn du ein Stückchen runter gehst, hast du die erste Kreuzung. Und dann gibt es so einen Bogen, der leicht nach links schlägt, nicht wahr? So eine Straße. Einfach. Ich werde es schon finden. Okay, auf jeden Fall bin ich da an den Kanälen. Bis gleich. Du bist in den Kanälen. Dort. Ich will jetzt nicht die Kanäle absuchen. Ja, ich bin hier in einem Teehäuschen. Hier wird keine Gewalt geduldet. Das ist ein friedlicher Ort, nur damit du Bescheid weißt. Und bitte zieh die Schuhe aus, wenn du hier reinkommst. Laser, keine Angst. Okay. Dir wird schon nichts passieren. Bis Alles gleich. Alles klar, aber vielleicht dir. Und Spaß, bis gleich. So. Ja, sehr gut. Dann call the ambulance, but not for me. Harmonieren und dass wir es dann doch geschafft haben, die Box zu knacken. Aber das ist nicht das Einzige, was an dem Arm geknackt wurde. Tatsächlich konntest du mich ein bisschen an dem Arm knacken, weißt du? Mit deiner gefühlvollen Seite und deinem kreativen Kopf. Junge, ey, Alter, der hat eine Brücke gesehen und hat gesagt, die wurden von Rumänen gebaut und dann waren die irgendwo an einem Tor, das war nicht romantisch, war das. Konkret, ja, aber es ist von alleine passiert, ich hatte gar keinen Dietrich dabei. Verstehe. Ja. Aber ich muss schon sagen, dass du zu meinem VIP geworden bist. Was los? Oh, VIP, was los, Isha? Ja, du bist schon lange VIP-Girl, aber du weißt noch nicht, Isha. Ich weiß, du hast schon... Ob Petritsch gewonnen hätte, wenn er bis am Ende drin geblieben wäre und nicht gegangen wäre, wegen seiner Freundin, die er dann kennengelernt hat. Schon eine Zigarre an, aber... Denkst du hier? Dass du weiter bist? Ja, oder? Vielleicht, ich glaube auch. Konkret, Isha. Eine Zigarre. Ich glaube auch. Boah. Da freue ich mich ja richtig, ey, ich hab's weiter, Dings, aber weiter ist, es ist schön, mit dir noch Zeit zu verbringen, Isha. Ich hoffe, es kommt noch den Zeiten noch besser, Isha. Mein nächstes Date, Isha, wir knacken was, wirst du sehen. Natürlich machen wir das. Ja, normal. Na klar, hier. Okay. Ja, okay. Was hat sie mir gegeben? Okay, wir gehen hoch, Isha. Aber nein, was geht, mein Bester? Jeder, es hat sein Style, Isha. Oh nein, jetzt kommt die Schlägerei. Oh nein. Und hast du dich wieder gut verstanden mit den anderen heute, ja? Ja, wir haben uns erst begrüßt und haben uns noch nicht gestritten. Boah, was? Ey, ich bin so stolz auf dich, Isha. Isha, thanks. Boah, die ist eine 15 von 10, Isha. Ich weiß nicht, ob du kannst mithalten, es wird knapp für dich. Ich meine, du weißt. Wie war denn euers, hm? Erzähl mal. Unser Date war richtig gut, tatsächlich. Ja? Ja, ich glaube nicht, dass es irgendwas zu bemängeln gibt. Ja, ich musste tatsächlich selbst so ein bisschen entschleunigend wirken, weil ich das Gefühl hatte, auch euch jetzt als Verantwortung gegenüber, das von ihrer Seite aus, aber ich will jetzt nicht so viel sagen, ne? Aber wie gesagt, um es kurz zu fassen, ich bin niemand, auf den man schon sehr schnell sehr scharf werden kann, ne? Ah, ich verstehe. Also bist du unter 10 Mal ausgerastet, also wenn ich jetzt gleich auf die Theke kotze, liegt das nicht am Alkohol. Das möchte ich nur kurz sagen. Ja, okay, ich verstehe. Jonathan. Ich gebe mein Bestes, okay? Dir? Das ist gar kein Problem, ich krieg das irgendwie hin. Alter, wie siehst du denn aus? Ey, du wirst von Abend zu Abend mehr Modeliger. Meinst du wirklich Modeliger oder Modeliger? Modeliger, nicht Modeliger. Modeliger. Mhm. Du siehst bezaubernd aus. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Du siehst so gut aus, ich bekomme da glatt Hunger, ey. Ich hol mir nochmal was. What?
Oh mein Gott, Laser, ich hab gesagt, benenn dich! Okay. Irgendwas zum Essen? Ohne Gift. Würde ich nehmen. Ja, also ey, die Schnitte mal. Haben wir heute ja eh schon hier, ne? Ey, Leute, wie war das mit Molliger? Was? Der hat mich fett genannt beim Date. Wow. Was? Ich... Hab ich nein, nicht! Was? Du machst doch Witze jetzt. Alter, wie hat er dich geholfen? Oh, boah, ich weiß. Alex, was ist denn mit dir los? Warum machst du heute den Toni? Ich hab so ein bisschen Löwenmilch getrunken. Ich wusste nicht, dass das Zeug so knallt. Huh. Ja, der Name ist auch irre für uns. Toni, du hast einen Nachfolger. Ja. Hey, gut, dass ich es nicht bin. Verstehe? Er hat dich fett genannt. What the fuck? Halt mich fest. Wow, pass auf, halt mich fest. Alter, und der hat gewonnen. Das muss man sich mal reinziehen. Er hat gewonnen, der Besoffene, der jetzt von Person zu Person torkelt und nur in der Hoffnung ist, dass ihn jemand festhält, damit er nicht auf die Fresse fliegt. So. Ich gucke nur kurz, ob schon jemand da ist. Nee. Wie besser als Laser? Ach, das könnt ihr euch doch nicht... Das stimmt, das meint ihr nicht. Ja, so ich... Da beiseite ich, ja? Oh, was? Scheiße, nein, okay, warte. Nein, ich meinte eigentlich nicht dich. Oh, fuck, Bruder. Was so? Wie, er kann dich so nennen, eigentlich? Piotrek, jetzt hör mal ganz genau zu. Wie hast du mich gerade genannt? Hey, Junge. Piotrek. Wie war mein Lachen, ja? Ey, Digga, ich schwör, das nimmst du, gehst jetzt zu ihr und entschuldigst dich auf Knien, ich schwör. Sonst wird sich richtig unangenehm. Ey, ich dachte, du wärst cooler. Wie kannst du was sagen, Mann? Das ist aus dem Kontext gerissen. Okay, ich kann jetzt entschuldigen, sonst mach ich werde mich jetzt, machst du das Todes mit dir. Jetzt, okay, warte mal. Ich werde mich jetzt vor dir, vor euch und natürlich auch vor den Zuschauern da draußen, also der Kamera, rechtfertigen, weil ich sowas hier nicht stehen lassen kann. Ich habe sie fett korrekt genannt. Aber ich habe niemals gesagt, dass irgendwie irgendein Körperteil von ihr mir zu sehr ins Auge springt, weil es zu groß ist. So, das Einzige, was fett an ihr ist, ist ihr positiver Charakter. So. Ey, du hörst mir jetzt zu. Du hörst mir jetzt zu. Du gehst jetzt zu. Ist er das? Ist er das oder ist er das nicht? Oh, die gucken schon. Ich glaube, wer ist es? Ich mach schon mal klein. Kurze Unterbrechung. Oder irre ich? Ja, das sind zwei schwarze Autos. Ach komm, das ist... Hey Jonathan, wie geht's dir? Hallo. Konnichiwa, meine Freunde. Bitte setzt euch. Ja, Wawau Chiba. Richtig. Nee, ich stehe gerade lieber. Also wie wirklich. Kann ich euch weiterhelfen? Ich habe im Radio gelesen, dass du gerade versucht hast, was zu erledigen. Ist das so richtig? Wie was zu erledigen, wenn ich fragen darf? Ah, du hast... Versucht für jemanden was zu erledigen. Ich habe versucht, etwas für mich zu erledigen. Für dich selber. Das ist so richtig. Aber du sprichst in Rätseln, mein Freund. Bitte leg doch die Karten auf den Tisch. Warum hast du versucht, was für dich zu erledigen? Nun. Nee, ich muss erstmal abchecken, wie du so drauf bist. Versucht, deswegen sprich noch in Rätseln. Ich habe es mir heute nicht erledigen können. Ich bin heute in einer Bude aufgewacht. Nee, ich will nicht wissen, warum du dir nichts erledigt hast, sondern ich wollte wissen, hast du generell irgendwie Interesse daran, Sachen zu erledigen, Geld zu verdienen, oder was war deine Intention dahinter? Ach so, du redest, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich bin auch nur jemand, der versucht, sich ein bisschen über Wasser zu halten und manchmal, da gibt es keine andere Möglichkeit, als gegen seinen moralischen Kompass zu handeln und Dinge zu erledigen. Du verstehst. Dein moralischer Kompass, der schlägt aber ganz schön oft ziemlich in viele verschiedene Richtungen aus, weißt du? Nun, Weil du kannst ja nicht gegen deinen moralischen Kompass verstoßen, in einem Moment und versuchen, was zu erledigen und damit Kohle zu verdienen und im anderen Moment die Cops rufen, weil dir irgendwas nicht passt oder du mit irgendjemandem Ärger hast. Wie, was habe ich? Ich habe was getan?
Nun, ich habe der Leitstelle heute einen wunderschönen Tag gewünscht, aber alles andere, das lasse ich mir hier nicht vorwerfen. So, okay, pass auf, Laser, ich bin keiner von den Idioten, die du versuchen kannst zu verarschen, habe ich keinen Bock drauf. Lass uns ehrlich miteinander reden und dann ist gut, okay? Gut, dann bitte sag mir doch, wie du auf diesen Vorwurf kommst und dann kann ich sagen, dass es halt nicht wahr ist. Weil ich das von Leuten gehört habe. Auf gar keinen Fall. Ich war vorhin bei dem einen Typen und dort habe ich gesehen, dass Leute irgendwelche Pakete abgegeben haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, die Pakete gehen an mich. Einfach nur spaßenshalber. Und dann hat der eine passiv-aggressiv gemeint, der würde mir an meinen roten Haaren ziehen oder sowas. Aber hat es dann sein gelassen. Dann habe ich mit meiner Tante telefoniert, aber das war es dann auch. Mit deiner Tante? Ja, sie und ich haben einen besonderen. Und die ist bei der Polizei. Ja? Nein, nein. Sie steht auf mich. Und ich habe heraus. Also deine Tante, ich merke das schon, das spiegelt auch so ein bisschen dein Verhalten und dein Familienbild wieder. Ja. Das ist okay. Das ist aber in Ordnung. Ich bin in schweren Verhältnissen aufgewachsen. Dafür kann ich leider nichts. Aber ich habe dir gerade auch gesagt, ich bin kein Freund davon, irgendwie, wenn du versuchst, Scheiße zu bannen. Ich weiß, dass du die Kopf gerufen hast. Nein, hä, woher denn? Bei dem du da versucht hast, irgendwie Leuten Paketen abzunehmen. Ja. Das ist nämlich ein Geschäftspartner von uns, weißt du? Wir verstehen uns ziemlich gut mit denen. Und wenn da irgendwie Stress herrscht oder irgendwie Cops hingerufen werden oder so, dann ist der Zeitpunkt da, wo wir böse werden. Also ich kann dir garantieren, dass ich nicht die Cops gerufen habe. Ich habe telefoniert, aber nicht mit der Polizei. Warum soll ich das denn tun, wenn ich selbst vorhabe, eventuell dort geschäftlich gesehen Fuß zu fassen und mal den ein oder anderen, die ein oder andere Aufgabe zu erledigen, verstehst du? Du kannst sicher sein, dass da nichts in dieser Hinsicht stimmt und ich würde gerne wissen, wie er auf diesen Verdacht kommt. Das interessiert mich wirklich sehr. Das würde ja bedeuten, dass andere Leute uns anlügen. Wenn ich denen das jetzt sage, werden die böse auf dich. Das könnte man ja vielleicht irgendwie ausdiskutieren oder dieses Missverständnis aus dem Weg räumen. Wir laden ihn doch vielleicht selbst in dieses Teehaus hinein und er kann sich hier gerne erklären, vor uns beiden. Damit wir halt zu einem Ergebnis kommen, was zufriedenstellend ist. Verstehst du? Ich will niemanden wirklich ans Bein pissen. Das Einzige, was ich hier tue, ist gerade zu chillen, eventuell mich ein bisschen umzuorientieren, was die Arbeit angeht und Reality-TV zu konsumieren. Ich bin da nämlich selbst dabei. Staffel 2, The Only One. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Zweifeln. Eigentlich habe ich so im Kopf gehabt, hey, vielleicht kann man dem ja helfen, damit er ein bisschen Kohle verdient nebenbei, ja? Damit das Leben vielleicht nicht ganz so schwer ist. Ja. Hast du einen Job? Ich bin Reality-TV-Star. Also nein, ich habe keinen Job. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die Geschichte da mit Dings und Rocke und keine Ahnung. So viel verdienst du da jetzt auch nicht. Der Check kommt nächste Woche reingeflattert. Das ist ein hohes Sümmchen. Da warten wir erstmal ab. Hat Rocke dir gesagt, ne? Ja. Okay. Wie gesagt, ich möchte wirklich keinen Stress und das, was dort gerade gesagt wurde oder so, das stimmt nicht. Ich wäre gerne interessiert herauszufinden, wie die Person darauf kommt, dass ich da angeblich irgendwas gesagt hätte, denn ich kann mir vorstellen, dass du Interesse hast herauszufinden, wer das war. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber sei bitte beruhigt, wirklich, ich garantiere dir, dass nichts dergleichen passiert ist. Und wenn ja, dann würde sich das ja auch wiederholen. Dann hätte ich ja irgendwie Absichten, das weiterzumachen und wenn sich dann ein Muster ergibt, dann hast du deine Beweise, aber das ist in dieser Hinsicht nicht Hey, weißt du, Jonathan, wir sind nicht so, wir arbeiten anders als irgendwelche Officer, uns sind Beweise scheißegal. Wenn wir alleine die Vermutung haben, uns versucht jemand zu verarschen, dann haben wir ein Problem mit dem. Aber, gutmütig wie ich bin, oder wie wir sind, glauben wir dir jetzt erstmal und halt nochmal kurz Rücksprache, was hältst du davon? Und dann, vielleicht könnt ihr euch ja dann auseinandersetzen, was wirklich passiert ist und ob das stimmt oder vielleicht, nicht. Vielleicht. Und wenn dann aber rauskommt, dass du gelogen hast, ja. Deswegen sage ich, sei lieber ehrlich, wir können darüber quatschen, passiert dann auch nichts, okay? Selbstverständlich. Das ist eine Sache, worüber man reden kann. Aber wenn du uns angelogen hast, ist es scheiße. Wie gesagt, ich habe da nicht vor irgendwie jetzt Stress zu schieben. Ist ja auch jetzt nicht mein Milieu, da halte ich mich auch gerne raus. Und wenn ich da was tue, dann nur, wenn ich niemanden damit verärgere. Okay, Laser, pass auf. Ich weiß, du bist ein ziemlicher Eierkopf, deswegen frage ich dich nochmal. Das ist so dein letzter Way out, ja? Ja.
Wenn du da Cops hingerufen hast, wegen was auch immer, wir können darüber quatschen. Ich hau dir dafür jetzt gerade nicht auf die Fresse oder sonst irgendwas, ja? Ja. Dann ist das ein Ding, wozu ich dir ein, zwei Sachen erkläre. Und dann ist das Thema dann durch, wahrscheinlich, ja? Ja, verstanden. Aber wenn du mich versuchst, jetzt zu verarschen, ich habe da keinen Nerv, ich habe da keine Zeit für, ich habe andere Sachen zu erledigen, mag ich nicht. Deswegen, bleibst du bei der Story oder war die vielleicht auch anders? Wie gesagt, ich habe telefoniert, mir wurde nur gedroht, man würde mir an den Haaren ziehen, aber ich habe es geschluckt und damit ist die Sache durch gewesen. Ja, mit wem hast du denn telefoniert? Es war nicht deine Tante. War es wirklich? Hey, na gut. Sorry, dass ich eine Tante habe. Hey, alles gut. Ja. Okay, dann bis gleich. Dann bis dann. Hey, bis gleich. Bis gleich. Kasul, danke für den Raid. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Hey, guck mal, wir sehen uns schneller als gedacht. Du ja, hast bitte? Also. Okay, fang du erst an. Lass mich raten, er ruft jetzt gleich wieder. Die kommt voller Ding, was sieht jetzt hier drin? Ich guck die ganze Zeit Reality. Wieso denn? Was ist denn los, Leute? Geh dein Handy weg. Was habe ich denn, was ist denn los, Yuki? Okay, also, du hast Yuki gerade gesagt, du hast da die Cops gerufen. Uns hast du gerade gesagt, wer hättest du niemals gemacht, da war deine Tante. Du hast mich verraten, Yuki? Es gibt gewisse Sachen, die man nicht tut. Das ist eine der Sachen. Du hast was getan? Willst du jetzt mit mir diskutieren? Hast du hier irgendwo einen Ständer mit einem Katana? Ich fordere dich heraus zu einem Leben. Oder Todkampf. Ey, warte mal. Standest du nicht vor uns schon mal mit einem Katana und kannst dich noch an die Situation mit der Krawatte erinnern? Ich habe gerade gelogen. Ich habe dich angelogen. Und die Konsequenz, die werde ich in Kauf nehmen. Schneid mir hier den Kopf ab. Aber bitte, schick wenigstens meine Überreste meinen Eltern. Sie sollen mich wirklich gut beerdigen. Ohne dass ich irgendwo in einem Fluss lande. Könnt ihr mir das versprechen? Sayonara. Ich versuch gerade nochmal da. Wir könnten da vielleicht eine Show draus machen. Wir glauben dann alle, das ist. Aber nur, wenn meine Liebsten und Besten dafür das Geld bekommen, was sie mit den Einnahmen generieren können. Also, beziehungsweise mit der Videoaufnahme an Einnahmen. Ist das ein Deal? Nee, da feiern wir eine große Party hier. Ich habe die Polizei gerufen. Aber nur, weil sie mich beleidigt haben. Nicht gerade, damals, vorhin. Weil die mir an den roten Haaren ziehen wollten. Und also, du willst mir gerade sagen, du versuchst Kohle nebenbei zu verdienen mit irgendwelchen Sachen, wo dein moralischer Kompass von links nach rechts, von Norden nach Süden schwenkt, ja? Aber rufst die Polizei, weil dich jemand beleidigt? Habe ich dich schon gefragt, ob dir der Helm brennt? Kann das sein? Ich bin sehr allergisch. Zu unserer verfickten Geschäftspartner rufst du irgendwelche scheiß verfickten Cops hin? Ich wusste, sie sahen mir aus wie Kleinkriminelle. Leute, die das vielleicht einmal so machen. Ach, guck mal und da kommt schon wieder ganz zufälligerweise Officer, nicht wahr? Ich verspreche dir, ich schwöre bei Gott. Bitte überprüf meinen Verlauf. Ich habe gerade nur Reality-TV geguckt. So, lassen wir doch selbst ganz kurz mal. Ey, wir ich glaube, er hat sie selbst gerufen, so wie es aussieht. Ich verspreche dir, ich habe sie nicht gerufen. Karten auf den Tisch. Essen. Bitte. Ich habe diesen Laden entehrt. Mit einer Lüge, die ich aufrechterhalten wollte, um mich zu schützen. Und das war nicht richtig. Mein moralischer Kompass, er zeigt immer in die Richtung, wo sich auch mein Wohlbefinden befindet. Also er zeigt dahin, wo ich gerade bin. Er zeigt dahin, wie meine Launen sind. Er dreht sich wie ein Karussell, da hast du recht. Aber ich verspreche dir, dass es das letzte Mal war. Ich wollte mich einfach nur irgendwie rächen, weil ich meinem Ego gekränkt war. Und das ist die Wahrheit. Ich lasse mir ungern was von Leuten sagen, die eine Fischerhutmütze tragen. Die eine grüne Bodenbeleuchtung besitzen und meinen auf große Fresse zu machen. Weißt du, kannst du deine Kriege anfangen, wie du willst, wo du willst, aber noch nicht an solchen Stellen. Nun, den Krieg hast du gerade selbst hier ins Haus geholt. Ich glaube nicht, dass hier Krieg herrschen wird. Ich wollte gerade sagen. Dann haben ist wirklich ein Krieg gegen mich? Überleg dir das nochmal. Lieber, ab sofort gucken wir keine Hentais mehr zusammen. Ja, ich werde wirklich sehr traurig sein. Ja, haben noch nie hinter euch zusammengeguckt. Das hatte ich aber vor und du wolltest es auch. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ist die Sache vom Tisch oder muss ich mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen? Nee, ich glaube nicht, dass du den Ernsthaftigkeit der Lage verstanden hast. Ich wiederhole mich nochmal. Das habe ich wirklich. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Ich meine, lache ich?
Ich bin wirklich ernst. Du bist ein guter Schauspieler, muss man dir lassen. Ja, das, deine Schauspielkarriere, die hast du ja gerade auch in den Himmel gelobt. Deswegen, ich erzähle dir das jetzt nochmal und zwar eindeutig, okay? Ich höre zu. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich dir gerade dreimal die Chance gegeben habe, einfach die Wahrheit zu sagen, dann hätten wir da anders drüber quatschen können. Und ja. Ich habe dir gesagt, ich stehe nicht darauf, wenn mich jemand anlügt, ja? Ja. Und normalerweise hätte ich dir dann sogar ein Way Out gegeben und dir vielleicht sogar geholfen dabei, mit dem, was du eventuell vorhast. Jetzt muss ich dir aber leider sagen, solltest du auch nur ansatzweise nochmal irgendwie gegen irgendjemanden an diesen Stellen irgendwelche Cops rufen, ja? Ja. Wird die ganze verfickte Stadt dich suchen. Und dann passiert wirklich dieses Schauspiel, was du da gerade erzählt hast. Dann rufe ich den scheiß Katana raus und dann hänge ich einfach den scheiß Kopf ab. Aber den schicke ich nirgendwo hin. Den stelle ich dann daneben auf einen scheiß verfickten Spieß, verstehst du? Also mit dem letzten Part bin ich nicht zufrieden, aber ich habe verstanden. Ja, dazu muss es ja auch gar nicht kommen. Okidoki. Wie gesagt, von meiner Seite aus passiert da nichts mehr. Versprochen. Samurai-Ehrenwort. Bist du jetzt Hobby-Ninja oder was? Ich passe mich nur meiner den kulturellen Umgebung Gegebenheiten an, genau. Du bist ein richtiges Chamäleon, sag mal. Eigentlich sagt man dazu Bushido, aber ist okay. Samurai ist nur dieses Rapper, komische Wort, das hier genutzt wird. Ja, aber Samurai ist eigentlich ein Rapper. Eine falsche Bezeichnung. Normalerweise tun Samurai sich selbst Bushido nennen, aber egal. Das ist alles Rapper, oder was? Hey, alles Rapper. Es gibt einen Rapper, der heißt Bushido? Was ist ein Witz oder was ernst gemeint? Nee, aber ist wirklich so. Ich werde meine Schuhe schon mal anziehen, denn hier habe ich nichts mehr verloren. Ja, bitte, deine Füße sehen fürchterlich aus. Ich habe noch nie so hässliche Füße gesehen, ohne Scheiß. Warum, die innen doch dein Gesicht? Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht so eine Kalkleiste. Das mit den Haaren zu sagen, ist echt mutig. Oh, jetzt halte ich mich dran. Jonathan. Den Krieg hast du selber angefangen. Ich gehe. Ja, denn geh raus. Mit dir habe ich ab sofort nichts mehr zu tun. Deine Nummer lässt. Ja, wenn du meinst. Ja, mach ich das mag ruhig. Keine Snitches. Muss gerade der Kopfrufer sagen. So. Du hast einen wichtigen Freund und einen Partner verloren. Und nochmal an dieser Stelle. Sind auch die Haare? Tut mir leid. JB hat mir die Frisur empfohlen. Sayonara. Ich dachte. Also ich weiß ja nicht, wie das ausgegangen ist und ob die Polizei dann aufgetaucht ist, als der letzte Typ da noch, als der eine Typ da noch gerade abgegeben hat, aber das geht ja relativ schnell. Ich kann mich nicht erinnern, ob wie laut ich geredet habe, als ich die Polizei gerufen habe. Kann auch sein, dass ich aber gegen Ende geschrien habe oder nicht, ich weiß es nicht. Und dann dachte ich, nach meinem Verständnis, du warst auf einen Meter, habe ich denn später noch irgendwie lautstark rumgeschrien, als die weggefahren sind? Ich habe die Polizei gerufen. Ja, aber ich habe es ja Yuki erzählt, deswegen. Aber ich dachte, Yuki hat damit nichts zu tun, weil er ja gesagt hat, dass sein Kollege das ihm gesagt hat. Und dann dachte ich, okay, rein. Eigentlich bin ich safe. Was soll mir ja passieren? Ja. Aber wenn das Yuki natürlich sagt, dann bin ich am Arsch. Kann auch sein, dass da jemand was anderes. So. Schöne Gegend hier. Man müsste mal so eine ASMR-Meditation Los Santos-Tour machen. Nur zu Fuß. No commentary. Einfach nur laufen. Aber ich glaube, er hat auch bis zu einem gewissen Punkt gepokert, weil er es nicht eindeutig wusste. Außer durch die eine Aussage von jemandem. Da dachte ich, okay, mir kann nichts passieren. Aber wenn es Yuki droppt, ja, habe ich es gesagt. Dachte ich, okay, scheiß drauf. Beim nächsten Mal stellen wir das einfach besser an. Da verstecken wir uns mit voller Montur irgendwo
und rufen die ganze Zeit an die Polizei. Aber so, dass uns keiner kann. Ich weiß nicht, warum ich wegrenne. Vielleicht ist es der Überlebensinstinkt. Hallo? Wieso läufst du denn weg? Wenn wir dich hätten irgendwie böswillig kriegen wollen, dann hätten wir das anders gemacht, Laser. Ich habe eine spontane Idee gehabt. Ist hier kalt? Ist diese spontane Idee eine... Ja, vielleicht, ich hab was im Radio gelesen, ich erinnere mich an was. Vielleicht kannst du uns helfen. Ich komm zurück, ja? Ja, komm zurück. Aber so wie ich es auch dir bewiesen habe, hoffe ich, dass du auch ein Mann deiner Worte bist und mich nicht anlügst. Ja, wenn ich was sage, dann mache ich das auch so. Gut, dann steig ein. Bis gleich. Aber zieh die Klamotten von der Ohren. Nee, doch nicht. Ich will dich nicht nackt. Gut. Das ist einfach irgendein Insider, Leute. Hallo? Ich steig mal ein. Ja, hi. Liegt da irgendwie was drunter oder so? Du bist ja komplett nass. Ja, das geht schon. Hast du gerade einen Angstanfall gehabt und bist da einfach reingesprungen oder was war das? Um diese Uhrzeit schwimme ich gerne mal eine Runde hier in den Kanälen, ne? Immer um die Uhrzeit? Richtig, genau. Immer um 14.11 Uhr an einem Sonntag. Da bist du um 14 Uhr neu reingesprungen. Und was gibt's denn? Okay, pass auf. Du hast doch mal mit dem FIB zu tun gehabt. Ja, das ist richtig. Gebundsinformation. Was ist da eigentlich alles so gelaufen? Vielleicht könntest du ja auch nur nützlich sein, oder so? Und wir können irgendwie zusammenarbeiten. Und du kannst deinen Fehler wieder gut machen. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Also, ich war halt Sonderermittler. Ich habe mich auf die Fälle fokussiert, wo die anderen halt nicht so wollten oder konnten, weil es denen an deren Kompetenz gefehlt hat, weißt du? Laser. Ja? Du weißt, wie das ist mit dem Lügen, ne? Ich habe Frau Director dann irgendwann, weil ich einen Anruf bekommen habe und mir gesagt wurde, dass einer meiner engsten Freunde bedroht wird, eine Pistole an den Kopf gehalten. Und dann wurde sie entführt. Ich wurde angeschossen, dann war sie in Geiselnahme und plötzlich haben die gemeint, ich wäre nicht mehr vertrauenswürdig. Dann haben die mich einfach gekündigt. Ohne Grund. Das ist die Geschichte. Und hat mein Handy gehackt und mit mir ein Telefonat abgehalten. Und ja, ich weiß, hatte natürlich auch gar nichts mit dieser Björn-Sache zu tun und weiß ich nicht. Also, guck mal, Laser, wir sind ziemlich gut informiert, weißt du? Ja. Und wenn irgendwas passiert, dann rufen uns die meisten Leute an und wir kriegen davon mit, ja? Mhm. So wie gerade eben bei dem Vorfall. Ja. Und wenn wir irgendwas ansprechen, dann wissen wir meistens schon, was vorher los gewesen ist. Mhm. Aber jetzt einfach nur so ein kleiner Test, ob du tatsächlich die Wahrheit sagst und... Oder halt auch nicht, ne? Mhm, verstehe. Und irgendwie ist das blöd, weil du könntest tatsächlich irgendwie nützlich sein. Weil ich glaube, du bist so ein Typ, das Einzige, was ihm wichtig ist, bist du selber. Und du selber könntest viele Kohle, also so würde ich dich jetzt einschätzen. Aber was dir wichtig ist, ist ein bisschen Kohle zu verdienen. Boah, ich muss sagen, das tut schon weh, wenn man mir sowas vorwirft. Ja, fühlt sich aber gut an, wenn dein Konto voll ist, nicht wahr? Nun, das lässt sich nicht abstreiten. Siehst du. Also. Hast du nach wie vor gute Kontakte zum FIB? Ich habe Kontakte. Manchmal treffe ich mich mit Leuten und die wollen von mir Dinge wissen, aber meistens gibt es da nicht so viel zu wissen. Ja, aber es ist halt selten. Okay, sind die Kontakte auch gut oder glauben die, du bist ein dummer Schwätzer? Nein, ich kenne die oberste Riege, sagen wir mal. Ich kenne schon gute Ermittler.